Manchmal läuft's gut und man kann sich hinsetzen, Nachrichten schreiben, Nachrichten lesen, Buch lesen und die Zeit toll vertreiben. Manchmal läuft's nicht so besonders gut und man steht eng zusammengedrängt in einer total überfüllten U-Bahn, wartet 40 Minuten auf eine S-Bahn wegen irgendeiner Störung. Es kann durchaus mehrmals die Woche vorkommen, aber ich würde trotzdem weiter pendeln. Weil ich habe kein Auto und es ist uns auch zu teuer, noch ein zweites Auto zuzulegen. Und deswegen ist es gerade so die beste Lösung. Mal schon kuriose Geschichten. Manchmal sitzt man da. Einmal hatte ich das Erlebnis, dass die komplette Stammstrecke gesperrt war Richtung Westen. Da ging mehrere Stunden gar nichts, weil ein Vogel auf der Oberleitung saß. Und das hat das ganze System lahmgelegt und die ganze Verbindung Richtung Westen war gekappt. Oder manchmal sitzt man da und in Pasing hatte ich das Erlebnis mal, da musste ich auch nach Hause und es ging überhaupt nichts mehr. Also keiner kannte sich aus. Wir haben dreimal Gleise gewechselt, weil angeblich die Bahn einmal von Gleis 1, dann wieder von Gleis 3 fuhr. Und letztendlich bin ich mit einem kleinen Bummelzug nach Hause gefahren, der eigentlich für Fernstrecken gedacht war. Aber es hat auch funktioniert mit 2 Stunden Verspätung.